Sehen Sie nur, Brunner. Unter den anderen sieht Methusalem wie ein Jüngling aus. Aber Herr Professor, dieses Versuchs hätte es nicht mehr bedurft. Schon die Teste mit den Ratten und die übrigen Vergleichsreihen haben Ihre geniale Erfindung bestätigt. Wann treten Sie endlich mit Ihrem Erfolg vor die Augen der Öffentlichkeit? Man wird sich um Ihre Erfindung reißen. Sie werden ausgezeichnet, erhalten Millionen, können über das Schicksal von Nationen entscheiden. Junger Mann, Sie machen zwei entscheidende Fehler. Erstens überschätzen Sie die Bedeutung von Ruhm und Geld und zweitens unterschätzen Sie die Bedeutung von Kontrollversuchen. Eine Ihrer berühmten Untertreibungen. Bis jetzt ist keines der Versuchstiere gestorben. Einige haben es inzwischen bis auf das Zehnfache Ihrer gewöhnlichen Lebensspanne gebracht. Herr Professor, Sie haben die Unsterblichkeitsdroge entdeckt. Treten Sie vor die Öffentlichkeit. Es ist doch gut, dass ich die Formel bisher sogar vor Ihnen geheim gehalten habe. Ja, ich weiß schon, Sie meinen es gut mit mir, aber Ihr Vorschlag ist unwissenschaftlich und deshalb gefährlich. Was wissen wir denn von den Nebenerscheinungen des Präparats? Nichts. Von seiner Verträglichkeit, von Sekundärwirkungen, von den Folgen einer regelmäßigen Einnahme. Nichts, nichts, nichts. Aber ich wollte doch nur... Kein Aber. Durch unnütze Sensationsmacherei wecken Sie nur die unerfüllten Wunschträume der Massen. Geheimnis der Unsterblichkeit gelöst. Geheimnis der Unsterblichkeit gelöst. Die Sensation in der Entdeckungsmittel, dass das Leben verlängert. Jahrhunderte alter Wunschtraum in Erfüllung gegangen. Geheimnis der Unsterblichkeit gelöst. Die Sensation. Professor. Treffpunkt bald erreicht. Das gibt's doch nicht. Ewiges Leben. Das nicht, aber lebensverlängernde Mittel. Schließlich ist das Altern nur ein von DNS gesteuerter biologischer Prozess. Entscheidender für unser Interesse ist, dass Professor Billings zu den Mitgliedern unserer Organisation gehört. Wir wissen nicht, ob seine Forschungen Erfolg hatten. Aber wir wissen, dass wenn überhaupt jemand in der Lage ist, eine solche Erfindung zu machen, dann er. Einige erfolgreiche Tierversuche haben das bewiesen. Er selbst soll noch gar keine Stellung zu der Nachricht bezogen haben. Wie ich hörte, stammen alle Informationen von seinem Assistenten. Wie ist das zu erklären? Diese Frage müssen Sie uns beantworten. Und sollte das Präparat existieren, bringen Sie uns die Formel. Sie darf nicht in falsche Hände fallen. Mit Professor Billings wurde ein solcher Plan schon vor Jahren abgesprochen. Helfen Sie ihm. Der Reporter war ein alter Schulfreund von mir. Wir haben Wiedersehen gefeiert. Ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist. Aber vielleicht ist es gut so. Ihnen ist die Entscheidung abgenommen und dementieren können Sie nicht. So. Gut. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Es war kein Schulfreund. Ich habe es nur einfach satt. Satt, im Verborgenen zu blühen und für eine Menschheit zu arbeiten, der wir völlig gleichgültig sind. Satt, als erwachsener Mensch von Ihnen am Gängelband geführt zu werden und ständig im Schatten zu stehen. Satt, mich für einen Hungerlohn abzuschuften. Jawohl, ich habe Ihr Geheimnis verraten, um Sie zu zwingen, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Wissen Sie denn eigentlich, was Sie mit Ihrer Erfindung in der Hand haben? Firmen, Konzerne, Regierungen werden Sie um die Formel reißen. Lizenzen werden Millionen bringen. Sie werden der Begründer einer neuen Zeit sein. Es hat also geklappt. Ich habe so viel über dich gelesen, dass ich jetzt die Wahrheit wissen will. Den Kaffee habe ich dem Jungen von drüben gleich abgenommen und mitgebracht. Trink eine Tasse mit. Danke. Zu erzählen gibt's nichts Neues. Brunner hat übertrieben. Wie immer. Es ist, wie ich sage. Und die Menschheit hat ein Anrecht darauf. Seien Sie still! Was wissen Sie, worauf die Menschheit ein Anrecht hat? Sie hat ein Anrecht darauf, dass wir Wissenschaftler uns genau überlegen, welche Erfindungen wir auf sie loslassen. Damit leugnen Sie den Fortschritt, die Weiterentwicklung, die Evolution.
Dr. Brunner, würden Sie uns jetzt bitte allein lassen? Und betrachten Sie sich für die nächste Zeit als beurlaubt. Du stellst also die Freiheit der Wissenschaft in Frage. Verneinst unsere Existenzberechtigung. Du willst mich missverstehen. Wir müssen unsere wissenschaftliche Arbeit der heutigen Situation anpassen. Es geht nicht mehr um Forschung im Allgemeinen, sondern darum, welchem Projekt man im Interesse des Fortschritts den Vorzug gibt. Du weißt, einer Fülle von möglichen Erfindungen stehen nur beschränkte Mittel gegenüber. Alternativen wie Erforschung des Weltraums oder der Weltmeere sind aktuell. Wie will man solche Entscheidungen treffen? Man darf eben nicht mehr ins Blaue hineinforschen, sondern muss vorher die möglichen Auswirkungen eines Erfolges soziologisch untersuchen. Und zu welchem Ergebnis kommst du bei meiner Erfindung? Deine Erfindung wäre das Schlimmste, was der Menschheit im Augenblick passieren könnte. Erregt diese Neuigkeit immer stärker die Gemüter. Auch müssen bald wirtschaftliche Auswirkungen befürchtet werden. Während einige Rentenanstalten mit einer Einstellung ihrer Zahlungen drohen, bis über die Erfindung Klarheit herrscht, haben verschiedene Lebensversicherungen bereits den Abschluss von Neuverträgen gestoppt. Inwieweit dieses Verhalten... Entschuldigen Sie, würde Ihnen was ausmachen, wenn Sie die Nachrichten nochmal anschalten würden? Bitte? Wonach der Versicherungspreise? Ja, ja, so könnte man es auch nennen. Die Nachricht nur auf der Aussage von Dr. Brunner, dem Assistenten. Professor Billings selbst hat noch nicht Stellung bezogen. Er lehnt jeden Kommentar ab, bevor seine Versuche abgeschlossen sind. Er bemerkte lediglich, sein Assistent sei aufgrund der unglaublichen Indiskretion sofort beurlaubt worden. Ich glaube, Herbert hat recht gehabt. Ich habe mir zu wenig Gedanken über die Auswirkungen gemacht. Nicht wahr, Methusalem? Stellen Sie den Kaffee nur hin, Peter, und vielen Dank. Eine Tasse. Ja, spricht sich so schnell herum. Eigentlich fehlt mir Bruno. Heute früh wurde die Leiche Professor Billings in seinem Labor aufgefunden. Die Kriminalpolizei nimmt Selbstmord an, da bei der Leiche ein Schreiben gefunden wurde, das tiefe Depressionen verriet. Professor Billings hat in den letzten Tagen weltweit Aufsehen erregt mit der Bekanntgabe eines neuen, das Leben verlängernden Präparats. Man nimmt allgemein an, dass sein Selbstmord mit der Meldung dieser Erfindung zusammenhängt. Wissenschaftler aus aller Welt bezweifeln die Möglichkeit einer solchen Entdeckung. Und auch in seinem Labor wurden keinerlei Hinweise auf die Entdeckung einer Unsterblichkeitsdroge gefunden. So kann jetzt als sicher angenommen werden, dass es sich bei dem sogenannten Lebenselixier um eine Falschmeldung gehandelt haben dürfte. Die Hintergründe werden noch untersucht. Die Börse reagierte mit Beruhigung auf die Nachricht. Rentenwerte wieder fester, Versicherungen bis plus 10. Ist einfach Alpha. Wie ich gerade hörte, hat unser Fall eine überraschende Wendung genommen. Nach Auswertung aller Fakten, Selbstmord unwahrscheinlich, Mord 69%, Auftrag ist ab sofort Alpha-Fall. Mach mich sofort an die Untersuchung. Laboranlage polizeilich versiegelt, bester Zeitpunkt für Ortsbesichtigung, 24 Uhr. Wahrscheinlich dasselbe wie Sie. Welche Berechnungen haben Sie, sich hier aufzuhalten? Mein Name ist Brunner. Ich war Assistent von Professor Billings. Der Sie beurlaubt hat.
Doch das Institut hat mich zurückgerufen. Einer muss ja den Nachlass ordnen, katalogisieren, bewerten. So, nachdem wir jetzt wieder zivilisierte Bedingungen hergestellt haben, wüsste ich gern, wer Sie sind. Der Name tut nichts zur Sache. Hier ist eine schriftliche Genehmigung der Stiftung, die dieses Institut finanziert. Ich bin berechtigt, den bedauerlichen Selbstmord Billings zu untersuchen. Nehmen wir an, ich bin von der Presse und arbeite an einem Bericht über die Falschmeldung. Oder ich bin von einer Versicherung, die diesen Selbstmord untersucht. Oder nehmen wir an, Sie sind von der Polizei. Dann würde ich wohl kaum im Dunkeln mit einer Taschenlampe herumschleichen. Meinen Sie nicht? Sie haben mir nicht widersprochen. Sollte ich? Nein, wieso? Aber auch mir kommt dieser Selbstmord etwas merkwürdig vor. Irgendetwas stimmt da nicht. Wenn man jahrelang mit jemandem zusammenarbeitet, kennt man ihn besser. Dann glauben Sie also an Mord? Sie sind so direkt. Ich meine, es könnte sein. Das heißt, vielleicht... Wenn man einen Mord annimmt, dann hat man in den meisten Fällen auch einen Verdächtigen. Ist das nicht so? Nein, wirklich nicht. Professor Billings hatte nur Freunde. Natürlich gab es sachliche Auseinandersetzungen. Sogar kurz vor seinem Tod. Doch man wusste das Problem von der Person zu trennen. Mit wem hat er gestritten und worüber? Mit seinem alten Freund, Professor Mommers, über die Unsterblichkeitsdroge. Aber er hat bestimmt nichts mit dem Tod zu tun. Was störte Mommers an der Entdeckung? Das klingt völlig unglaubhaft, aber Mommers behauptete, ein solches Mittel wäre das Schlimmste, was der Menschheit zustoßen könnte. Ich leugne gar nicht, dass ich gegen diese Entdeckung war. Ganz im Gegenteil. Ein Albtraum, wenn man sich die Auswirkungen vorstellt. Glauben Sie nicht, dass Sie etwas übertreiben? Eher untertreibe ich. Stellen Sie sich doch vor, die Bevölkerungsexplosion ohne das ohnehin schon unzureichende Ventil der Sterbequote. Wir haben bis heute noch keine Lösung für das Problem der Überbevölkerung. Und jetzt soll sie auch noch doppelt so schnell eintreten. Aber Familienplanung setzt sich doch heute überall durch. Ja, bei uns, wo es unnötig ist. Aber nicht bei den Entwicklungsvölkern, die es betrifft. Aber das ist nur ein Aspekt. Stellen Sie sich doch einmal vor, was geschieht, wenn jeglicher Unternehmungsgeist ausstirbt? Die einzige Quelle für die Bereitschaft, Risiken auf sich zu nehmen, Initiative zu zeigen, der Grund für Mut und Energie des Menschen, ist die Sicherheit seines Todes. Wird diese Gewissheit genommen, wächst die Furcht. Der Mensch würde nicht mehr Auto fahren, kein Flugzeug mehr besteigen, überhaupt keine Risiken mehr auf sich nehmen. Das klingt aber alles recht theoretisch. Und das Schlimmste? Der Mensch wäre so unfrei wie noch nie in seiner Geschichte. Die Besitzer des Unsterblichkeitspräparates wären die eigentlichen Beherrscher der Erde. Und dann die unerträgliche Vorstellung, mit Gehirnen zu leben, die mit den Gedanken von Jahrhunderten belastet sind. Wobei unser Unterbewusstsein schon gerade mit der heutigen Lebensspanne genug zu tun hat. Das genügt mir. Ich bestreite nicht, dass Ihre Argumente etwas für sich haben. Ich wäre bereit gewesen, für die Vernichtung dieser Formel zu kämpfen. Auch zu töten. Und zu töten. Wie meinen Sie das? Meine Bemerkungen sind rein theoretischer Natur. Übrigens, Billings teilte meine Befürchtungen. Ich glaube ihm. Seine Theorie über Auswirkungen oder Bemerkung über Billings. Ich glaube nicht, dass er Billings umgebracht hat. Warum hast du dein Mikrofon am Sessel befestigt? Nur so. Außerdem bleibt er verdächtig. Lass mal hören. Er arbeitet noch. Du hast vorhin seine Bemerkungen gehört. Wie stehst du zu dem Problem der Unsterblichkeitsdroge? Berechtigung, Droge, die Lebensdauer verlängert. Sei nicht so pedantisch. Wie beurteilst du den Fall? Wahrscheinlichkeit einer gewaltsamen Zerstörung der Erde steigt bei Voraussetzung der Erfindung um 6,2%. Das bedeutet, dass unsere Organisation um jeden Preis gegen diese Entdeckung ankämpfen muss. Hochrechnung unter Voraussetzung üblichen menschlichen Verhaltens. Besitze keine Information, wozu menschlicher Geist fähig bei Annahme längerer Lebensdauer. Einstein heute? Galilei, Aristoteles? Du kannst es mir also auch nicht sagen. Halt! Stell mal lauter. Ich habe nicht geformelt, das wissen Sie doch genau. Jetzt weiß ich es. Sie haben sie. Und ich
Ich weiß auch, warum Sie gekommen sind. Sie haben Billings umgebracht. Halt, warten Sie noch. Ich werde es nicht verraten, wenn Sie die Formel vernichten. Verstehen Sie doch. Die Formel muss vernichtet werden. Schick den Unfallwagen zu Professor Morris. Bereits geschehen, gehst du nicht hin? Nein. Ich besuche den Mörder. Wie sind Sie dahinter gekommen? Den Mord an Billings wird man Ihnen schwer nachweisen können. Aber Morris hätten Sie gleich erschießen sollen, ohne lange Unterhaltung. Das wissen Sie auch schon. Aber ich habe gar nichts gesagt, nur er hat gesprochen. Blöde Falle. Aber Sie waren ja Zeuge. Das nicht. Doch ich kann Sie beruhigen. Aus seinen Worten ist eindeutig hervorgegangen, dass Sie es waren. Machen Sie sich also keine falschen Vorwürfe. Sie sind kein Polizist. Das habe ich auch nie behauptet. Aber mich im Glauben gelassen. Ich habe die Vermutung, dass Sie weniger an dem Mord interessiert sind. Den Morden. Den Morden interessiert sind, als an einer Erfindung, von der behauptet wird, sie sei nie erfolgt. Das kann stimmen. Darum erschieße ich Sie jetzt auch nicht, denn ich suche Interessenten für die Erfindung. Bei Professor Mommers waren Sie nicht so rücksichtsvoll. Sein Tod war unumgänglich. Ich musste eine falsche Spur legen. Jetzt glauben andere Interessenten, Mommers habe die Formel gestohlen und jemand hat sie ihm abgenommen. Ich erwarte ein Angebot Ihrer Organisation. Interesse vorhanden. Angebot. Bieten sichere Unterkunft bis Abschluss von Geschäft. Und zahlen mehr als jeder andere. Gut ausgerüstet. Okay, also was bieten Sie genau? Ich möchte Zahlen hören. Übrigens auf die Unterkunft kann ich gar nicht verzichten. Ich fühle mich hier wohler. Aber wer will denn so freundschaftliche Einladung abschlagen? Sie bleiben jetzt bei uns. Bis sich unsere Zentrale entschieden hat. Gut, wie Sie wünschen. Doch glauben Sie nicht, dass Sie die Formel aus mir herauskriegen könnten. Ich habe sie weder bei mir, noch kenne ich sie auswendig. Sie müssen sich mit mir einigen. Hier stehen wir einem Problem gegenüber, das wir nicht allein entscheiden können. Ihre Meinung? Auf Empfang. Bitte Konferenzschaltung. Zentrale E ruft Zentrale A, Zentrale K, Zentrale L. Wie werden die sich entscheiden? Keine Information. Ich muss noch was erledigen. Das Ding schalte ich aus. Du bist ja im Moment voll ausgelastet. Konferenzschaltung hergestellt. Sie haben eben eine Aufzeichnung von dem Gespräch mit Professor Mommers gehört. Ich fasse noch einmal seine Gegenargumente zusammen, wobei wir berücksichtigen müssen, dass sie spontan formuliert wurden. Mit etwas Zeit hätte er seine Argumente gegen eine Unsterblichkeitsdroge bestimmt noch härter und differenzierter formuliert. Erstens, Überbevölkerung. Zweitens, mit dem Wegfallen der Sicherheit des Todes auch der Verlust der Fähigkeit, Risiken einzugehen. Drittens, Diktatur der Besitzer des Präparats. Viertens, Überbelastung des Gehirns durch Verlängerung der Lebensdauer. Haben Ihre Chefs endlich eine Entscheidung getroffen? Nein, sie stimmen noch ab. Aber die Hauptsache ist ja, Sie sind noch im Besitz der Formel oder wissen, wo sie sich befindet. Sicher? Übrigens habe ich eine gute Nachricht für Sie. Der Großteil Ihrer Spuren ist verwischt. So, na, ist ja prima. Sind wohl nicht ganz unschuldig daran. Nein, das ist ein Zufall. Eben habe ich gehört, dass die Laboranlage von Professor Billings abgebrannt ist. Nein. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Warum regen Sie sich denn so auf? Oder war vielleicht die Formel dort? Aber nein, wissen Sie, ob die Versuchstiere gerettet werden konnten? Die Feuerwehr kam leider zu spät. Sie sind alle verbrannt. Ich glaube, ich muss Ihnen etwas sagen. Die Abstimmung beginnt. Halt! Neue Information von Alpha Alpha. Direktschaltung. Bitte durchstellen. Ich befinde mich gerade bei unserem Verhandlungspartner. Wie ich eben erfahren, muss leider angenommen werden, dass die Formel verbrannt. Nachricht verstanden. Halten Sie Finte für möglich oder glauben Sie ihm?
Ja. Er ist bereit, vor dem Lügendetektor auszusagen. Die Abstimmung ist sinnlos geworden. Ich löse die Konferenzschaltung auf. Das bisherige Abstimmungsergebnis wird gelöscht, ohne es anzusehen. Was geschieht jetzt mit mir? Nichts. Bis morgen früh um 8 müssen Sie das Zimmer hier verlassen haben. Wir haben kein Interesse mehr an Ihnen. Aber Sie müssen mir helfen, unterzutauchen. Warum? Hören Sie, wie wäre es, wenn ich in Ihren Verein eintrete? Dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, dürften Sie inzwischen festgestellt haben. Ich glaube, Sie machen sich falsche Vorstellungen über die Ziele unserer Organisation. Ich verabschiede mich. Können Sie mir sonst nichts sagen? Doch. Morgen erhält die Polizei ein Päckchen mit der genauen Beschreibung des Mordes an Professor Billings und dem Hinweis, dass Sie den Kaffee nach oben gebracht haben. Aber sein Brief ist doch ein Beweis. Außerdem liegt in dem Päckchen das Tagebuch des Professors, aus dem eine Seite fehlt, der sogenannte Abschiedsbrief. Nein! Und der Absender des Päckchens wird folgenden Namen tragen. Professor Mommers. Dann kann ich mich auch gleich selbst der Polizei stellen. Aber selbstverständlich war das ein Einbruch. Schließlich wurde dort das Schloss am Hintereingang aufgebrochen. Nur merkwürdig ist schon, dass nichts gestohlen wurde. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt doppelt so viel Meerschweinler. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Tierfreund die armen Viecher nicht mehr ernähren konnte und da wollte halt, dass sie in gute Hände kommen. Na, die anderen sind ja zwar ein bisschen alt, aber schauen Sie sich diesen munteren Burschen an. Jetzt wissen wir, dass Brunner die Formel gar nicht besaß. Er brauchte nur das Blut eines Versuchstieres zu analysieren, um den Fremdstoff festzustellen. Mit dem, was er wusste, wäre es für ihn ein leichtes gewesen, die Formel zu finden. Wenn Labor nicht abgebrannt. Es sollte eben nicht sein, dass die Menschheit ein solches Mittel in die Hand bekommt. Ja, jemand wusste zu verhindern. Habe übrigens erfahren, dass Brand erst halbe Stunde später ausgebrochen, nachdem du bereits Abstimmung informiert. Sofort löschen! Nicht nötig. Information befindet sich nur in deinem Privatspeicher, für alle anderen blockiert. Für mich wäre Begründung deines Verhaltens wertvoll. Unsere Organisation wäre genauso gut oder schlecht wie die meisten anderen. Wenn bei uns nicht jeder Einzelne ständig bereit wäre, persönliche Entscheidungen zu treffen. Es gibt keine unbedingte Disziplin. Es gibt auch kein Verstecken hinter Befehlszwang. Jeder Mensch ist auch sich selbst verantwortlich. Diese Entscheidung konnte ich nicht ausweichen und sie anderen überlassen. Die musste ich schon selber treffen. Dann lehnst du eine gesteuerte Gesellschaft ab, auch eine computergesteuerte Kultur. Computer können wunderbar rechnen, uns Arbeiten abnehmen, helfen, sie können sich Dinge merken, vergleichen und sie können uns Fakten liefern, die zu Entscheidungen führen. Aber sie können nicht selbst entscheiden. Das gilt nur für mathematische Programmierungen. Aber Computer können auch menschliche Verhaltensweisen speichern, so wie ich. Dann erhält er auch alle Fehler und Schwächen eines Menschen, die Geheimnistuerei und Verschweigen von Tatsachen. Wie das in Klapperkasten. Du wirst leider immer menschlicher. Und du leider immer logischer. Musik